Another day, another drama. Insbesondere das Drama von Iris, Peter und Yvonne nimmt kein Ende. Jeden Tag kommen neue Dinge ans Licht. Durch das Ganze hin und her geht es aber auch sicherlich vielen so, dass man inzwischen nicht mehr weiß, was und wem man glauben soll. Es gab jedoch noch interessante Entwicklungen in dem Fall, die Fragen aufwerfen, ob es vielleicht Indizien für eine PR-Absprache gibt oder soll das alles sogar dazu dienen, um von Lukas abzulenken. Wollte man von Lukas ablenken, hat es ja bestens funktioniert, denn von ihm spricht keiner mehr. Inzwischen gab es aber auch eine Aussprache zwischen Iris und Peter und sogar ein RTL-Interview von Yvonne. In dem Interview erklärt sie auch, wie es zu den Bildern gekommen ist, die wir ja alle gesehen haben. Beim letzten Video gab es Kommentare, die eben hinterfragen, wieso man sich in der Öffentlichkeit so verhält, sprich rankuschelt oder eventuell sogar in der Öffentlichkeit Küsschen gibt, wenn einem eine Affäre nachgesagt wird. Das ist durchaus fragwürdig und passt nicht zusammen. Und eigentlich sprechen alle nur von Iris. Doch was ist mit Yvonne? Bei Yvonne soll es auch nicht gut aussehen. Angeblich spricht ihr Ehemann nicht mit ihr. Und sie ist derzeitig bei Freundin Janina Yousefian untergekommen. Ihre Freundin Janina sagte aber unter anderem bei einem Interview, welches in der Gala veröffentlicht wurde, folgendes. Peter sei für Yvonne nur ein Freund, mit dem man sich gut versteht, erklärt Janina. Man darf sich ja umarmen und einen Bussi auf die Wange geben. Das heißt ja nicht, dass da mehr läuft. Yvonne ist so ein herzensguter Mensch, die möchte jeden umarmen und drücken. Das ist einfach ihre Art. Wahrscheinlich bezieht sich die Aussage auf die Bilder von Yvonne und Peter, die sie sehr vertraut zeigen. Wir haben alle die Bilder gesehen. Ich finde schon, dass das nicht freundschaftlich aussieht, sondern durchaus vertrauter ist. Vor allem, wenn man doch weiß, was alles passiert ist, achtet man doch eigentlich darauf, sich nicht noch mehr zu Schulden kommen zu lassen. Kommen wir aber nochmal zurück zu Janina und ihren Aussagen. Laut Janina sollen sich Peter und Yvonne schon vor einem Jahr kennengelernt haben, als sie damals nach Südafrika gereist sind, denn da war Yvonne die Begleitperson von Janina. Und dann heißt es eben auch, dass sie in der Flughafenlounge in Südafrika sogar zusammen zurückgeflogen sind. Weiterhin heißt es hier im Artikel, wir saßen nett beieinander, später saßen Yvonne und Peter nebeneinander und tauschten Nummern aus, so das Ex-Model. Und die Stimmung hätte schon damals darauf hingedeutet, was nach 12 Monaten folgen sollte. Die Stimmung zwischen beiden war schon flirty, kann man sagen, stellte sie nämlich fest. Das hat der eine oder andere wahrscheinlich schon gelesen, aber das ist hier in dem Zusammenhang wichtig, weil sie neue Aussagen getätigt hat, die hierzu relevant sein könnten. Schauen wir uns zunächst einmal die Aussagen von Yvonne an. In einem Interview sagte sie, dass sie nur ihren Job gemacht hätte und sich nichts zu Schulden lassen kommen hat. Alles andere seien wilde Fantasien und Gerüchte. Yvonne dementiert auch weiterhin, jemals irgendwelche Verhältnisse oder Affären mit Peter gehabt zu haben und sagte dazu noch Folgendes. Alle denken ja, sie wissen die Wahrheit. Letztendlich wissen die Wahrheit nur 2 Leute, Peter und ich. Wir hatten nie eine Affäre, wir haben nie etwas miteinander gehabt, das unterstreiche ich jetzt auch nochmal. Alle sagen, Iris ist das Opfer, das tut mir leid, Peter hat sie betrogen. Also wenn er sie betrogen hat, dann nicht mit mir. Yvonnes Freundin Janina verteidigt die Aussage auch und sagt zusätzlich noch, diese Zeit ist sehr belastend für Yvonne. Sie wurde auf Social Media übel beleidigt, wurde als Ehebrecherin abgestempelt. Das tat ihr in der Seele weh. Sie hat sehr gelitten, Ehefrauen haben ihr mit Gewalt und sogar mit Mord gedroht. Sie ist fix und fertig, hat in meinen Armen geweint. Sie ist das eigentliche Opfer. Es ist nichts gewesen mit Peter, das hat sie mir gegenüber auch nochmal klargestellt. Dass es Iris schlecht geht, tut Yvonne leid, aber Iris hat mit dem Stress angefangen. Interessanterweise hatte Janina am 4. Februar, also einen Tag bevor dieses Interview herauskam, Folgendes auf Instagram gepostet. Jemand stellte ihr die Frage, ob es die Affäre wirklich gibt, und sie antwortet mit, das weiß ich nicht. Das passt dann noch gar nicht zusammen. Klar, vielleicht durfte oder sollte sie auf Instagram nichts Konkretes dazu sagen, dennoch ist es ja schon sehr komisch. Als Yvonne in Australien war, dann wurde natürlich schon ein bisschen mehr Gossip gestreut und wurde in die Karten gespielt, dass es da eine Affäre gibt und jetzt soll das aufgeklärt worden sein und Yvonne hätte ihr eben erklärt, dass es keine Affäre gibt. Ist ein wenig widersprüchlich und auch seltsam, dass jetzt versucht wird zurückzurudern und allgemein wirkt das dann natürlich so, als hätte man ihr gesagt, ja, wenn da die Gerüchte kommen, dann sag was dazu, was du beobachtet hast letztes Jahr oder sowas, als hätten die sich wirklich alle abgesprochen. Wenn es aber eine Absprache gab, haben zwar alle einen Teil an Followern abbekommen, aber auch ordentlich an Hate. Für Peter und Iris ist dieses Drama aber wirklich mega lukrativ.
Denn wenn man diesen Zahlen glauben kann, dann soll Iris über 86.000 neue Follower erhalten haben und Peter mehr als 46.000 dazu bekommen haben. Das ist eine ganze Menge. Das Drama verkauft sich sehr gut und es gibt sehr viel mediale Aufmerksamkeit. So viel Aufmerksamkeit, dass es selbst Daniela Katzenberger zu viel wird. Sie hatte sich auf Instagram zu den vergangenen Wochen geäußert und sagte Folgendes. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, mich noch ganz oft in die Sonne zu setzen, vielleicht mit der Hoffnung, dass so mein Vitamin-D-Level die Stimmung der letzten Wochen so ein bisschen killt. Ey, das war echt die Hölle. Das war wirklich, wirklich schlimm. Und auch so die letzten zwei Wochen waren schlimm. Und also, ich glaube, ich muss niemandem irgendwas erzählen, was so die letzten Wochen los war bei uns. Und aber ich muss euch sagen, irgendwann war ich so an einem Punkt, wo ich mir gesagt habe, nee, jetzt habe ich genug, jetzt halte ich mich da auch mal raus. Ich bin an einem Punkt, wo ich nichts mehr lesen will, ich will nichts mehr hören, habe auch ganz wenig Instagram nur gemacht, war da auch ganz wenig drin, habe auch voll oft die App von meinem Handy geschmissen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich erstick und das frisst mich auf. Und um mich davor zu schützen, habe ich auch wirklich ganz oft Handy aus in die Ecke, bin in die Badewanne, habe meine ganzen Emotionen daraus geschwitzt. Weil man muss aufpassen, wirklich jetzt gerade, wenn es um die eigene Family geht, dass man da nicht so jetzt gerade bei der eigenen Family oder bei den eigenen Eltern in dem Fall, man muss aufpassen, dass man sich da nicht mit runterreißen lässt. Und es klingt voll gemein, aber ehrlich gesagt, ich kann nicht deren Eheprobleme zu meinen Problemen machen, weil das sind erwachsene Leute, ne? Und ich weiß selber nicht, was da genau war und ich will da auch niemanden verurteilen oder so, aber ich will mich da einfach raushalten, weil ich bin eigentlich immer die einen kühlen, überlegten Schädel hat und ich muss mich da auch einfach raushalten. Vorgestern in den Drogeriemarkt, habe Süßigkeiten gekauft, so drei Tonnen und dann stand ich so an der Kasse, guckst du rüber zur Bildzeitung, ey, ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Wessen Schädel ist da vorne drauf? Meiner. Und wessen Name steht da ganz fett? Meiner. Wisst ihr, das Krasse ist nicht, dass das so ist, sondern dass keiner der Beteiligten Katzenberger heißt. Außer ich und ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Daniela will sich natürlich nicht einmischen, ist irgendwo klar und es ist auch verständlich, dass sie das nicht unbedingt toll findet, wenn ihr Name da durch den Dreck gezogen wird, ohne wirklich was davon zu haben. Inzwischen gab es auch eine Aussprache zwischen Iris und Peter. Es soll wohl eine laute Diskussion gegeben haben, laut dem Management, aber es wurden keine Einigung erzielt. Interessant ist daran aber, dass es von dem Management verkündet wird, ausnahmsweise mal, und die Bilder von einer privaten Quelle sind. Da frage ich mich doch direkt, ist diese Quelle nicht vielleicht sogar das Management? Das ist ja ein wenig verdächtig, dass da jemand so direkt filmt, oder? Das würde einem doch auffallen. Aber okay, wenn man da bewusst sich an jemanden rankuschelt und weiß, dass die Medien vor Ort sind, dann fällt das ja auch nicht auf, oder? Aber mal Spaß beiseite, Peter gab nämlich auch ein Statement ab. Und da hieß es, er hat sich nicht gemeldet, da es ihm zurzeit schwerfalle und er bekommt ganz viel Hate ab, obwohl die Menschen gar nicht wüssten, was wirklich los sei. Am spannendsten ist die Aussage, dass er sich äußern werde, wenn der richtige Moment gekommen ist, denn dieser sei wohl noch nicht da, was sehr verdächtig danach klingt, als müsste zuerst etwas passieren, bevor er sich äußern kann. Also wie jedes andere Statement auch, nichts Konkretes, man müsste eben warten. Aber worauf warten wir alle denn eigentlich? Wenn die Wahrheit doch so einfach ist, wieso sagt sie denn keiner? Es wird eben weiterhin Spannung aufgebaut, um das Beste aus der Situation rauszuholen. Das macht es für mich eben so verdächtig. Es wirkt tatsächlich so, als würde man einen Zeitplan verfolgen. Am 5. Februar kam ein Interview von Yvonne heraus, in dem sie sich erklärt hat und auch erklärt hat, wie die Bilder zustande gekommen sind. Damit ist sie die Erste, die sich tatsächlich dazu äußert. Das Interview könnt ihr euch auf der Website von RTL nochmal ansehen. Ich fasse das hier aber mal kurz zusammen. Yvonne hat nämlich erklärt, dass Peter ihre einzige Bezugsperson war in der ganzen Zeit und die beiden deshalb so vertraut wurden, da sie eben in einer Notsituation waren. Das hat sie zusammengeschweißt, denn selbst im Versace Hotel soll man beide verstoßen und ausgegrenzt haben. So haben sich beide eben mehr aneinander geklammert. Yvonne erklärt auch, dass beiden bewusst war, dass die Medien dabei waren. Sie erklärte das zwar alles, dass sie sich dann eben aneinander gelehnt haben, weil beide nicht wussten, wie es jetzt weitergehen soll. Peter wüsste nicht, ob sich Iris scheiden lassen will und Yvonne wusste nicht, was jetzt mit ihrer Karriere geschieht. Aber da denkt man doch einfach wieder,
Sie wussten, dass die Medien da sind. Warum macht man dann etwas, was eben falsch interpretiert werden könnte, wenn es nicht absichtlich gemacht wurde? Denn die beiden sind ja schon lange im Business. Das wird ja kein Neuland für die sein. Und das sieht schon so aus, als hätte man geplant, die Sympathiepunkte ganz klar an Iris zu geben und Yvonne als die Böse dastehen zu lassen. Und zum Fahrstuhlvideo sagt sie dann, da war nichts. Sie hätte ihm angeblich nur in die Augen geguckt, weil er geweint hat und rote Augen hatte. Er täte ihr eben sehr leid. Und nach dem Interview, ja, wie soll es auch anders sein? Iris ist natürlich dem Chat beigetreten und hat auf Instagram ordentlich gegen Yvonne gewütet. Iris sagt hier Folgendes zu Yvonnes Behauptung, dass sie eben die Tränen des Abschieds in den Augen hatten und deswegen so innig geworden sind, wie ich vorhin gesagt habe. Und da sagt sie, Tränen des Abschieds in den Augen, ihr könntet euch so schwer trennen. Darum das letzte Kuschelfoto, darum Hände zwischen den Beinen von Peter, Hashtag respektlos. Und dann nochmal das Zitat, schätze den Menschen, der dir zeigt, was du ihm bedeutest und lass den gehen, der nicht zu schätzen weiß, was du für ihn tun würdest. Also so ein klassischer Iris-Kleinspruch mal wieder. Das musste natürlich sein, aber sie hat natürlich schon recht, dass die Handposition durchaus für Vertrautheit sorgt. Und ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, dass ich finde, diese Fotos sehen nicht gerade freundschaftlich aus. Sie wütet und wütet, dann sagt sie außerdem, Yvonne sei eine schlechte Schauspielerin. Und zu guter Letzt sagt sie noch, auf zum nächsten verheirateten Mann, Interview danach nicht vergessen und nicht vergessen, schön der Ehefrau die Schuld geben. Dann kam sie nochmal an mit einem typischen Kalenderspruch und sagte dazu nochmal, danke, ich muss mich jetzt um mich und meine Gesundheit kümmern, schreibt mir nicht mehr, ich werde nicht antworten. Woraufhin natürlich Yvonne wundervoll geantwortet hat. Yvonne sagte auf Instagram nämlich Folgendes, gute Besserung, Hashtag Iris Klein, direkt auf das, was Iris eben gepostet hat. Uff, ziemlich hart. Und Yvonne gab noch ein anderes Statement ab zu der allerersten Story von Iris. Da sagte sie nämlich, du hast uns alle mit deiner krankhaften Eifersucht und dem Veröffentlichen von Gerüchten in diese Situation gebracht. Es ist nie etwas passiert und du übst Psychodruck aus, legst das Feuer und bist dann ruhig. Ist auf jeden Fall direkter Angriff an Iris, aber ganz ehrlich, Yvonne hat schon oftmals gesagt, beziehungsweise in gefühlt jedem Interview eigentlich, dass man das doch privat klären könnte. Auch Jenny, die ja eigentlich gesagt hat, sie würde sich nicht mehr äußern, hat dennoch etwas auf Instagram gepostet. Und zwar reagiert Jenny zum einen auf eine Story von Oliver Pocher, wo er eben ein altes Video nimmt und sich über die Kleins lustig macht. Und Jenny stellt klar, dass es sich hierbei um ein altes Video handelt und macht Oliver Pocher dann ein bisschen an. Nicht vergessen, Oliver und Iris hatten ja so ein bisschen Beef, beziehungsweise auch die Frau von Oliver. Jenny hat auch noch eine andere Story gepostet, in der sie ihre Mutter verteidigt und sagt, stellt euch vor, eurer Mama würde so Unrecht getan werden. Was würdet ihr tun? Würdet ihr einfach wegschauen? Würdet ihr es einfach geschehen lassen und nichts sagen? Es völlig ignorieren und sie so behandeln lassen? Würdet ihr sie nicht verteidigen wollen? Fragen über Fragen. Ich halte mich so zurück. Ich mische mich nicht ein und sage nichts zu dem Ganzen. Meine Meinung zu all dem kennt ihr. Ich könnte so viel sagen. Ich bin ein gerechtigkeitsliebender Mensch und ich halte es kaum noch aus. Ich hoffe einfach nur, dass dieser Spuk nun aufhört. Es ist alles gesagt. Was nun passiert, muss meine Mutter ganz alleine entscheiden und geht niemandem was an. Da noch Öl in das Feuer zu kippen, das bereits lichterloh brennt, ist mehr als daneben. Natürlich muss man Jenny auf der einen Seite recht geben. Klar, es ist sicherlich hart, sich ansehen zu müssen oder überlesen zu müssen, wie die Mutter fertig gemacht wird. Aber andererseits, ja, sie hat das selbst eben so gemacht. Sie hat alles öffentlich ausgetragen, obwohl man mehrmals gesagt hat, das muss nicht sein. Ich finde, da hätte das Management zum Beispiel eingreifen können und ihren Insta-Account managen können oder jemand anders aus der Familie beispielsweise. Im Endeffekt hat sie sich das irgendwo leider selbst zuzuschreiben, denn auch jetzt hieß es ja von Yvonne im Interview, Iris, lass uns das privat klären und sie muss ja trotzdem noch weitermachen. Daher hält sich mein Mitgefühl in Grenzen. Man muss dazu natürlich auch sagen, Iris ist eine Person des öffentlichen Lebens. Sie ist schon sehr lange dabei. Sie wird ja wohl damit rechnen können, was passiert. Und da denke ich mir ganz klar, es muss ja irgendwo ein Ziel verfolgt werden, eben weil keiner eingeschritten ist und weil bis jetzt immer noch was kommt, sage ich mal. Da stimmt ja irgendwie irgendwas nicht. Ihr seht, es nimmt kein Ende und irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht eine Absprache zwischen Iris und Peter gab und Yvonne nur benutzt wurde. Wir können natürlich nur spekulieren und abwarten, aber es wirkt alles schon ziemlich kalkuliert. Falls es eine Absprache gab, egal welche Ziele man damit hatte, ich denke, es hat wohl geklappt, aber da fragt man sich doch auch, ob der Preis es dann auch wert war. Für die paar Follower? Ich weiß nicht. Naja, morgen gibt es sicherlich wieder neue Berichte dazu. Was denkt ihr dann darüber? Findet ihr, dass es durchaus
geplant und abgesprochen war, um wirklich mehr Follower zu bekommen oder irgendwas anderes dadurch zu erhalten. Vergesst bitte nicht, sachlich zu kommentieren. Das war's von mir. Auf Wiederhören.